Ja, also die Frage nach der Starkregengefährdung lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Wir haben hier in Liederbach ein bisschen die Herausforderung, dass wir in einem Regenloch eigentlich uns befinden. Das heißt, das Wetter zieht immer in und um Liederbach herum mit Gewittern und allem drum und dran. Im Ort aber selber relativ wenig Niederschlag fällt. Das passiert meistens in den Gemarkungen Königstein, Kelkheim, Bad Soden, die dann den Liederbach, in dem wir uns hier gerade befinden, entsprechend speisen. Heute, wie man sieht im Hintergrund, ist er eher trocken und kein Wasser vorhanden. Das kann sich aber relativ schnell ändern, sobald halt im Umkreis irgendwie ein größeres Gewitter sich ja, ausbreitet oder dann einfach auslässt. Und das gibt natürlich schon ein gewisses Risiko im Bereich Starkregen. Und die Ereignisse im August 2020 haben eben gezeigt, dass das eine entsprechende Herausforderung für alle Beteiligten ist. Also hier gerade die Anwohner, die in der Nähe des Liederbachs wohnen, sind da durchaus gefährdet und auch gefährdet gewesen mit den entsprechend großen Schäden in 2020. Und wir versuchen jetzt ganz einfach mit einem Starkregen-Monitoring und einer Kombination aus Sensoren, die zum einen die Pegel messen, zum anderen aber auch den Starkregen in der Fläche draußen detektieren, zu versuchen, ein besseres Bild zu bekommen oder Erfahrung zu sammeln im Hinblick auf, was bieten uns technische Möglichkeiten mit Sensorik, diese Dinge ganz einfach zu analysieren. Ja. Und das Ganze machen wir jetzt hier, wie gesagt, in Liederbach selbst, an einer Brücke mit Pegelsensoren, zum anderen aber auch in Kelkheim und an der Roten Mühle, wo ja der Liederbach beginnt. Und in der anderen Hälfte haben wir eben in der Gemarkung außenrum jetzt diese Starkregensensoren installiert, um eben ganz einfach Regenereignisse zu detektieren, um ja, Erfahrungen zu sammeln, was oder wie soll man sagen, wie bewegt sich das Wasser? Ja, was passiert, wenn es im Feld regnet? Wie lange dauert es, bis es im Bach ankommt? Wie lange dauert es, bis der Pegel steigt? Solche Sachen. In der Vergangenheit immer sehr viel Mutmaßung oder Bauchgefühl und wir versuchen jetzt mit technischen Möglichkeiten das Ganze entsprechend zu unterstützen, um ein besseres Bild zu bekommen. Das Ganze ist nicht einfach und deshalb haben wir uns dafür ein Pilotprojekt Experten an die Hand geholt, die zum einen das Thema Starkregen und Starkregenmonitoring in der Hand haben, um eben entsprechend Daten ja, zu analysieren und auf der anderen Seite natürlich auch Experten im Bereich der Pegeltechnik bzw. Messtechnik, um ja, eben auch richtige Ergebnisse zu bekommen und ein besseres Gefühl zu bekommen. Ja, das Thema, es bleibt spannend. Auf der einen Seite hoffe ich natürlich auf Regen, um eben entsprechend sehen zu können, funktioniert das Ganze. Starkregen brauche ich jetzt nicht unbedingt, um eben solche Ereignisse, wie wir vor gut 2 Jahren hatten, einfach vermeiden zu können. Ich freue mich drauf.